Und weiter geht es mit einer knackigen Folge Meet Your Maker. Wir haben ja letztens die Base zu Ende gebaut. Ich würde sagen, wir schauen einmal ganz kurz, ob wir uns irgendein Processing Upgrade für isn't die so Wache bad. holen können, weil das It wollte ich hurts like gerne noch hell, machen. but I'm not going to cry, right? Okay, das ist eigentlich auch ganz gut mit der Rüstung. Aber warte mal. Windgeschwindigkeit, Feuerrate. Da explodiert der. Warte mal. Ne, da explodiert der. Sichtweite. Sollten uns die Sichtweite auf jeden Fall holen. Weil das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Und dann werden wir heute ein bisschen raiden, Leute. Bam, bam, bam. Das ist die neueste Base. Die müssen wir auch mal irgendwie ein bisschen schöner anmalen oder so. Aber ich würde sagen, die ist ganz cool. Und ich muss auf jeden Fall mehr Moneten sammeln, Leute, damit wir alle Außenposten immer mal laufen halten können. Weil, wie gesagt, ich nehme ja immer im Voraus auf und dann spiele ich mal schon ein paar Tage nicht, ne? Deswegen haben wir dann so ein kleines Problemchen. Warte mal, wir können. Können wir alle damit ausrüsten? Ich glaube ja, ne? Was gilt diese Base überhaupt? Brutal. So brutal ist sie auch nicht. Kann es auch übertreiben. Ich habe ja eigentlich noch viel mehr Platz für so Fallen und so, ne? Warte mal, dann machen wir. Machen wir es ein bisschen noch anders. Das muss ich ja mal ganz kurz testen. Muss ich jetzt ein bisschen verfeinern. Das ist, wenn wir hier nochmal. Das muss schon so sein. Vorhin. Ja, doch, so. Das Ganze so. Ah, das ist ein bisschen blöd. Ich hatte schon meinen Plan hier gerade im Kopf. Machen wir halt so eine Geschichte. Also, wir kommen dann von hier, zack. Nee. So. Das wäre unauffälliger. Machen wir sowas hier. Und ran da. Haben wir sonst noch irgendwelche Fallen hier? Und nur schauen, ob wir alle Wege komplett fertig haben. Waren das alle? Oder fehlt uns noch einer? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob wir noch einen jetzt hatten oder nicht. Ich will schon fair sein. Weil jetzt habe ich, finde ich den Weg selber nicht mal mehr. Machen wir zu, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Warte mal, einer. Hatten wir nicht drei? Ach, keine Ahnung mehr. Zwei Dinger sind auf jeden Fall frei. So, dann testen wir einmal, ob die jetzt eine gute Reichweite haben. Ah, das ist ein bisschen blöd, dass hier brutal ist, ne? Aber mal schauen. Wir lassen die einmal erst auf brutal und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze einfach entwickelt, wie viele Leute da reingehen und so. Schauen wir mal. Will ich einmal kurz schauen wegen der Reichweite.
Wir testen jetzt nochmal, wenn wir die auch erreichen. Von der Seite. Ja, okay, alles klar. Ich verstehe. War vielleicht nicht so eine geile Idee. Muss man sich noch überlegen, ob die auch überhaupt bis in ihren Kopf den Weg dahin gehen würden. Naja. Ich habe die ja schon getestet gehabt. Die lassen wir jetzt einfach so laufen und schauen einfach mal. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich will jetzt selber ein bisschen raiden, Leute. Deswegen, jetzt geht's mal schön hier rein mit einem Boost. Ist gut, Bro. Ist gut, Bro. Was gefällt dir, ne? So, oh ne, das ist so ein Killraum. Das machen wir definitiv nicht. Das sieht schon ein bisschen interessant aus, aber so viel Wachen. 8 Wachen und 63 Fallen. Das sieht geil aus. 100 Fallen, eieiei. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus, aber es sieht wie so ein Killraum aus, ne? Ich gehe erst, ich schau mir erst. Oh, warte mal. Da gehen wir rein. Das sieht geil aus. Und schauen wir mal. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Ob da irgendwas Cooles. Sieht auf jeden Fall geil aus. Muss man schon sagen. Sieht schon knackig aus. Da unten geht's auch rein. Okay, geil. Alter, wie so ein Ägypten-Style, ne? Hat der nicht schlecht gemacht. Sagen. Was soll ich noch fallen, ey, ne? Sieht schon cool aus, muss man schon sagen. Also. Hinten geht es noch weiter. Damit. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch eins gibt. Ich schau mal kurz, aber mir fällt jetzt nichts auf. Ich höre noch einen. Ich glaube, der ist aber hier drin, ne? Ja? Hier? Ich schaue erstmal ganz kurz rum, weil ich glaube, der ist in der Base drin. Da waren wir ja schon. Sieht echt cool aus, die Base. Sowas gefällt mir. Egal, wir gehen rein. Ich denke, das wird innen drin irgendwo sein. Und schauen wir mal, was uns da drin so erwartet, in diesem Tempel. Alles klar, soweit so gut. Okay, der nächste Bonus ist, glaube ich, da hinten, ne? Auf jeden Fall sehr kreativ, Leute. Das ist echt verdammt kreativ. Macht auf jeden Fall schon Spaß. So eine Base hier zu zocken. Auch wenn die vielleicht nicht perfekt schwer ist oder so. Los ist. So. Ist auch noch einer, oder? Ne? Alles klar. Der hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, ne? Aber ich habe nicht so geile Deko-Kram, ne? Ist es DLC oder?
das gehört zu einem DLC oder so. Okay. So weit, so gut. Oh. Ja, super. Na toll. Okay, das haben wir ganz gut hinbekommen, hätte ich die Granaten gar nicht werfen brauchen. Da drehen wir uns da mit diesen Zeiger. Hab ich erst gedacht. So. Alles klar, so weit, so gut. Ich muss ein bisschen aufpassen, glaube ich. Nicht schlecht. Alles klar. Hinten. Das hat er nicht so versteckt gemacht. Ja, alles ist offensichtlicher, aber. Oh. Alles klar. Und tschüss. Ab nach Hause. Ja, die war cool. Die war sehr cool. Genial und kunstvoll. Spaßig hätte ich auch noch gemacht. Nicht schlecht, Leute. Echt nicht schlecht. Dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Ob wir noch irgendwas Cooles finden. Ich halte jetzt erstmal die Ausschau nach coolen Basen, ja? Welche halt nice aussehen. Was ist das denn? So ein Riesenklotz. Oder welche auch eher gesagt ein bisschen speziell aussehen. Okay, hey, was ist das denn? Okay, so eine kleine Hütte. Sieht vielleicht ganz lustig aus, aber. Eine Riesenpyramide. Was haben wir noch so? So, wir gehen hier rein. Wir versuchen es. 61 Fallen, 13 Wachen. Ich hoffe, ich verballer nicht all meine Schüsse. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, Leute. Mal schauen, was uns so erwartet. Ach nee, sag nicht, das ist ein riesen Killraum. Das ist einfach nur ein riesen Killraum, Leute. Übertreib halt. Ja, klar, okay. Also ich werde noch mal zwei, dreimal versuchen oder so, aber ansonsten ist ja einfach nur eine riesen ein Killraum, eine Killpyramide halt. Normale Person kann das auf jeden Fall sowas nicht schaffen. Da muss ich auch perfekt timen, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo der Weg ist, wo ich lang muss. Asozial. Aber gut. Oh, mehr. Komm, einmal versuchen wir es noch. Wir sind ja ein bisschen eigentlich ganz gut durchgekommen, finde ich.
super, schieß auch noch daneben. Und das Ding mal hier hin. Jetzt hab ich aber ein Problem. Okay, so weit, so gut. Hier los. Der hier noch. Alles klar, vielleicht packen wir das sogar. Okay, ich glaube, wir packen das, Leute. So, hier sind mehrere Wege. Jetzt die Frage, wo kam der her? Von da hinten oder von da? Da hinten geht es auch irgendwo rein durch diese ätzenden Würfel. Ja, übertreib halt. Okay, hier gibt es den Bonus. Immerhin, dass wir es so weit schaffen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt haben wir da einfach durch. Ah, das ist mir zu gefährlich. Und für den Bonus mache ich das jetzt nicht. Sagen, obwohl hier ist auch noch ein Bonus, ne? Hier ist nix. So. Ich würde schon fast sagen, ich gehe da hinten rein, ne? Aber ich lasse es lieber. Ja, da haben wir so ein Ding hier geschafft, Leute. Da seht ihr, ist es auch irgendwie. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Ist auch irgendwie möglich. Auf jeden Fall sehr asozial die Base. Aber komm, wir sind mal nett. Die war noch ganz okay. Weil da hat man wenigstens ein bisschen Bewegungsfreiraum, Leute. Dann geht das. Aber die war schon heftig. Die war auf jeden Fall schon heftig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Ja, ja, so. Ist ja gut, du wirst schon gefüttert. Keine Sorge. Wie sieht es denn hier aus? Nichts passiert bei uns. So, Champion Bases. Brutal 3 Fallen, 3 Wachen, 73 Fallen. 733. Das sieht lustig aus. Jetzt die Frage, was machen wir? Ich weiß nicht, die gefällt mir irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Aussehen. Egal, wir machen einfach mal die. Wir versuchen die mal auf gut Glück. Schauen wir mal. Wir schauen da einfach mal, Leute. Okay. Hier hinten ist der Bonus irgendwo. Grabstätte. Der Wachen ist jetzt aber keine Falle, oder? Doch, macht er. Ist nicht gerade wenig.
Aber er hat uns nicht bekommen. So. Dann gehen wir mal rein. Fängt schon mal gut an. Hier ist das nächste. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was hätte er mich bekommen? Muss mir aufpassen auf diese Hologrammdinger. Ich glaube, da ist wieder einer an der Ecke, ne? Oder auch direkt hier. Alles klar, hat er mich. Hat er mich nur verarscht? Anscheinend hat er mich nur in die Irre geführt. Okay, soweit. Sehr gut. Bis jetzt sieht es ganz gut für uns aus. Der macht schon ein paar tricky Fallen, deswegen muss ich auf jeden Fall aufpassen. Ach komm, nein. Ups. Super. Das ist natürlich bitter. Jetzt müssen wir aufpassen. War ja klar. Das war ja klar, dass ich da drauf gehen werde. Irgendwie kommt mir dieser Raum hier so ein bisschen bekannt vor. Wie eine Base, die ich schon mal getestet habe. Ach komm, hör doch auf. Der Raum ist asozial. Der war richtig asozial, dieser Raum. So, jetzt muss ich einmal gucken, dass wir es irgendwie hinbekommen. Warte mal, hier oben war doch auch eine Falle, ne? Irgendwo. So, da hinten gehe ich auf jeden Fall gleich nicht mehr rein. Ach, da bin ich auch schon vorbeigegangen. So, safe, safe. Safety first. So. Okay, so weit, so gut. Das habe ich schon mal ganz gut überstanden, Leute. So. Hologramm oder so? Ne. Eieiei, der Rückweg. Der wird bestimmt fies. Aber jetzt sind wir nur einmal gestorben. Das ist doch gar nicht schlecht, würde ich sagen. Okay, soweit so gut. Oder kommt jetzt nichts mehr? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, Leute.
Echt? Alles klar. Die war echt nicht schlecht, muss ich schon sagen. Hat mir gefallen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Da haben wir auf jeden Fall einiges an Erfahrung auch bekommen. Haben wir auch ein Level bekommen? So, was ist denn hier los? Was ist denn hier schon wieder los? Wir noch eine packen, eine kleine. Sollen wir noch eine kleine machen? 2,9. Sieht aber ganz lustig aus. Nee, die nicht so. Sieht ganz interessant aus. Und wir nehmen mal die witzige hier, 2,9. Da wird ja schon irgendwas bei gedacht haben. Kleines Häuschen. Selbst wenn das so mit Killbox sein sollte, das sind ja nicht so viele Fallen. Das ist dann auch okay. Bin gespannt. Weil die sieht so unscheinbar aus, wisst ihr? Und dann nur 2 Wachen und 9 Fallen. Ein Kreuz. Eine Kirche. Noch ein Kreuz. Ich muss schon sagen, wo ist der? Alles klar. Sieht aber cool aus. Sieht ganz witzig aus. Das muss man schon sagen. Aber ist halt nicht schwer. Nee. Sieht einfach nur lustig aus. Alles klar. Ach, die Grabstätte. Egal. Wird schon passen. Das ist schon okay. Ups. So. Und raus hier. Ganz schnell raus. Füttern wir noch einmal mal. Ja, ja, beruhig dich. Beruhig dich doch mal. Ich weiß noch, dass du Gehirnbröckchen essen möchtest. Meine Mom habe ich auch immer vorgesorgt. Hold your head high, Custodian. You're an important symbol to the advisors. Wir sollten auf jeden Fall mal mehr von denen hier auch Wachen upgraden und so. Ich will irgendwann mal auf jeden Fall alles haben. Now we are left with just one. Der Favolo-Würfel. Was machen wir denn am besten? Verbrenner. Ach, ich spare erstmal. Ich überlege noch. Leute, ich würde sagen, das war's auch erstmal mit der Folge. Wie immer, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao.